Manchmal Akkordeonspieler sind vielleicht froh, dass ich das heute nicht tue. Vielleicht verspiele ich mich heute ein bisschen weniger als beim Akkordeon. Es gibt folgende Aufgabe. Es gibt, ich sage mal nicht wie viele Lieder, denn es ist ein bisschen davon abhängig, wie lange ihr braucht. Die Person, die es als erstes erkennt, ruft einfach rein und bekommt eine wunderschöne Mandarine von Raoul. Die Person, die am Ende die meisten Mandarinen hat, gewinnt zwei Freigetränke an der Bar. Ich bin ja DDR sozialisiert, das heißt, ich habe so ein bisschen vorher überlegt, welche Lieder könnte ich spielen, und es sind tatsächlich nicht sehr viele christliche Lieder geworden. Ich hoffe, dass ihr so zwei, drei davon kennt, ich bin mir aber relativ sicher. Das funktioniert aber nur, wenn ihr reinruft, Josef, ne? Josef, Entschuldigung, Markus auch. Also es funktioniert nur, wenn alle mitmachen, sonst stehen wir morgen Abend noch hier und ich werde auf meiner Mundharmonika euch ganz viele schöne Lieder spielen. Wir hatten eingesagt, ich habe es gehört. So. Das erste Lied geht so. Danke, du kannst jetzt entscheiden, wer die Mandarine kriegt. Ich sehe von hier aus am nächsten. Jetzt wird es ein bisschen schwerer. Wo ist es schön? Na, ja, war die? Na, überlegt mal noch. Wer singt da mit? Gut, du packst eine Mandarine, vielen Dank. Ruhe ist riecht gut, Ruhe ist riecht fein. Christina hat es nicht ganz richtig, ne? Rühre Teig zu Plätzchen ein. Ja, sehr gut. Es geht weiter mit dem Lied 3. Sie können natürlich auch mitsingen, aber den Titel brauchen wir schon. Also? Ja. Ja, vielen Dank. Eine Nektarine an die Dame. Okay, was haben wir noch? Das ist vielleicht ein Lied nur für Jeans. Ich finde, Jeans sollte eine Zusatznektarine, einfach Mandarine aus. Ja, also einfach, ja. Jetzt müsst ihr mal so ein Stechen machen, sonst wären wir nicht fertig heute, ne? Wir hatten jetzt 5 Lieder. Wer hat alles eine Nektarine? Ihr seid jetzt noch im Spiel, die Person, die von euch... Eine Person, zwei. Ach so, wer hat 2? Okay. Ich mache, also jetzt sind nur noch die im Spiel, die schon eine Nektarine haben, du bist trotzdem im Spiel, genau. Alright. Und es gibt noch 5 Lieder und die Person, die dann am Ende die meisten hat gewonnen. Ja? So mal ganz. Und das wird schwer, weil das kennt ihr nicht. Wer ist DDR-sozialisiert? Jetzt habe ich es verraten. Bessie sind aber Nachteile. In dem Fall schon. Nicht mal Micha? Weihnachten in Familie, Franz Schöbe? Ja, aber das ist schon. Weihnachten in Familie. Frau Kante, das war zu spät. Ich habe auch.
So, Britt, es war zu spät. Das nächste Lied geht zu. Ehrenamtlerin im Raum einmal die Bühne betritt und ich bitte um einen Riesenapplaus für Britt Lanthaus. Britt, komm mal bitte her. Bitte. Du singst jetzt mit mir für alle zusammen O Tannenbaum. Nein, jetzt im Ernst. Also Britt ist, glaube ich, ungefähr seit 24 Jahren im Sonntagsclub tätig. Als Ehrenamtliche, und ich bin mir ziemlich sicher, dass du tatsächlich die älteste Ehrenamtliche im Raum bist, also die, die am längsten quasi hier was macht. Ich danke dir für die ganze Arbeit der letzten Jahre, stellvertretend für alle anderen, und wir singen jetzt zusammen. Nee. Grit kriegt eine. Bitte, wirklich mal einen Riesenapplaus für dich. Danke. So, die jetzt Mandarinen haben, wie viel habt ihr? Wer hat wie viele? Du hast. Grit ist raus. Zwei. Wer hat zwei? Ihr beide habt zwei. Zwischen euch entscheidet es sich jetzt.